herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Chivalry Medieval Warfare. Und ja, ich konnte halt eine längere Zeit nicht aufnehmen und bin es umso fröhlicher, dass ich jetzt hier aufnehmen kann. Ich hoffe, man kann, okay, ich kann mein Bild noch nicht wechseln. Und ja, in der letzten Folge hatte ich halt was Lustiges festgestellt: Man kann seinen Charakter ändern, also den man spielt. Oh, das Agatha-Team hat schon wieder gewonnen, oder was? Agatha-Rounds, Mason-Rounds, okay, ich glaube, die hoffen, dass... ja, okay, es ist unentschieden, okay. Und zwar kann man, am P-Trick hier sehen, kann man die Perspektive ändern von dem Charakter. Und ich würde sagen, ziehen wir den Gegner erstmal mit der Wurfaxt in den Kopf einer ab. Und erstmal nicht zu schnell, nicht zu voreilig. Und lass uns Zeit... Was ist das für ein Hack? Jetzt ohne Scheiß. Das hängt bei mir gerade. Ja, ein Ping von 232. Ich würde sagen, mein Bruder hockt im Internet, weil es hängt jetzt wirklich bei mir. Das ist das allererste Mal. Und toll, ich bin so früh tot. Jetzt kommt schon, jetzt machen wir die paar billigen Truppen dazu. Jetzt komm, tötet ihn. Ah ja, geht doch. Geht doch, jetzt drängt den letzten Typen da weg. Jawohl! Wie jetzt Agatha Rounds 3, Mason Rounds 1. Ah ja, läuft doch. Und hast du das geändert? Nein, mein Ping ist immer noch ganz weit oben. Ich bin schon auf Rang 12. Okay, nicht. Oh, mit dem zweithöchsten Rang spiele ich hier. Ich bin trotzdem scheiße. 0 zu 1 mit 5 Punkten durch den Assist. Aber halb so wild. Was? Der hat meinen Block gekontert? Ey, das ist nicht normal, muss ich sagen. Das hat man gesehen. Ich habe genau auf den geguckt beim Blocken. Und dann hat er ihn einfach mal gekontert. Also okay, ich würde sagen, hier spiele ich jetzt mal eine andere Klasse. Hier den da nämlich. Und mit dem... mit der Waffe hier, der Waffe... den da und der Wurf... ne, Moment mal, Moment mal. Ich spiele lieber den Ritter. Mit der Waffe, dem Turmschild und nein, dem Turmschild und dem Ding. Dann haben wir ein bisschen bessere Counterchancen. Okay, und wer lebt da noch? Ah, nur noch der eine Neger da. Und wir kriegen den ernsthaft nicht down. Jetzt kommt schon, mach den blauen dann tot. Mein Gott, kann er nicht so. Ach, geht doch. Oh, er wurde aber auch ein bisschen gelöchert hier. Und zwar, wenn man jetzt nochmal 1 drückt, ne, dann hat man halt den Schild auch noch in der Hand. Oder 3 halt, oder so, ist egal. Ja, jetzt metzen die sich natürlich alle selber ab. Ich habe halt jetzt auch keine Fernkampfwaffe. Ich habe auch noch den Streichkolben. Der ist dabei, und dann kriegen wir nochmal die 1. Die Waffe ein bisschen länger. Oh ja, ist sie. Aber das macht es jetzt nicht. What? Ey, ich würde schon sagen, ich wurde getroffen. Sag ich nicht so. Okay, gehen wir mal in die Knie. Oh, wir werden gerade voll überrannt. Ich bin einer der wenigen, die noch leben. Und hau mal ein bisschen ab hier. Ich bin mal hier. What the fuck? Ich wurde getroffen. Was? Durch den Block? Ey, das, da muss man sich schon ein bisschen schämen.
Oh, der Speer hat die größte Reichweite. Dann spielen wir mal mit dem Speer. Der Wurfax. Natürlich. Boah, jetzt muss ich mit der Schnurrenwaffe spielen. Kann man hier den Streitkampf und den Breitaxe oder die Spalt. Nee, Spalt, den Spalthammer ist es ja da. Okay. Ich hasse die Waffe hier, also spielen wir den Pikinier, der Bade, der Waffe, der Waffe, der Waffe und dann dreht man halt im Spiel nicht so weit. Oh, sorry, sorry, sorry. Okay. Guardians live more, okay. Ich will mehr von denen, okay. Okay, okay, schön zu wissen. Der ist so blöd und rennt ins Feuer. Jetzt ohne Scheiß. Oh, oh, fuck you. Fuck you. Mann, ich hasse diese. Boah, das regt mich gerade voll auf. Und wir haben 10 von 12 noch am Leben. Haben wir überhaupt. Ja, ich bin da. Oh, oh, 1 zu 4. Das ist eine ganz hohe KD, muss ich sagen. Ich nehme erstmal die Waffe hier in der Hand. Ne, warte mal. Erstmal mit der Hellebarde ein bisschen. Ne, doch nicht. Das ist nicht sehr schlau. Taktik, not klug. Ich hätte mir einen Timer doch stellen können. Einfach nur mal so aus Spaß und dann. Was? Was hat mich da. Ich spiele jetzt Bogenschütze, also. Dann müsste ich ja normalerweise hier wegskillen und zwar einen nach dem anderen. Ambrus macht zwar viel Schaden, aber ich benutze lieber das da, dass er. Über eine Schadenstelle, ja, eine Rüstung zu das Schaden als Breitkopf, weil eigentlich ja, dann müssen wir auch schon schwer gepanzerte Einheiten, Pikiniere oder Ritter. Okay, ich wollte Botgame-Pfeile ein bisschen besser gegen die. Wobei, die spielen eigentlich alle nur Bogenschützen, die Pussys. Ja, dann holen wir natürlich hier die Waffen, die Waffe und die Waffe. Im Spiel beitreten, Breitkopfpfeile. Auch deine Mason da, der noch lebt, der versucht sich natürlich noch tapfer zu wehren als Bogenschütze. Das meine ich, diese Bogenschütze sind so Pussy. Und stehen dann halt hier hinten einfach alle mal. Ja. Also meinen einzigsten Kill habe ich gemacht und das war als Pikinier. Boah, mein Gott, was machen meine Bogenschützen? Die stehen alle wie dumme Säcke.
Und schieß mal ein bisschen aus Langeweile drauf. Mein Gott. Okay, 10 Minuten läuft schon die Aufnahme. Ein bisschen lang. Ja, wo ist gar nicht so lang. Ich dachte, dass wir es die ganze Zeit verlieren. Finde ich, ist schon scheiße. Ja, ist noch der erste da. Ach, wir haben noch so einen Schwertkämpfer da. Okay. Und der muss versuchen, das zu spielen oder was? Ja, der kriegt erstmal seinen schönen Arm ab. Ja, der kann sich doch nicht gegen die ganze Invasion da wehren. Ja, die haben jetzt 7 Runden gewonnen. Weil wir waren ich war auch scheiße mit 2-6. Aber was soll man machen? Die kamen in einer ganzen Armee und wir hatten nur Bogenschützen. Der versucht ihn zu köpfen. Den hat es mit Mühe geschafft. Ich würde sagen, es kommt direkt noch so ein Match bis zum letzten Mann und bestimmt wieder die ganzen Pussys am Campen als Bogenschützen. Ich hoffe, das kommt wieder das Feld oder die Arena. Und dann zeige ich euch mal hier mein Pikenier. Oh, der Claymore, ne? Ganz gefährliches Claymore. Eine Two-Hit-Waffe habe ich jetzt mal geholt. Oh, ich glaube doch, die Erinnerung ist gespeichert. Schon wieder ein viel zu hohen Ping bis zum letzten Mann. Oh, und das ist das mit der Festung, wo man ihn am besten nach oben gehen sollte. Was das denn? Ich konnte noch nicht mal blocken, ich durfte nicht schlagen, ich durfte gar nichts. Aber immerhin habe ich einen Kill. Wie das denn? Also. Ja, was machen unsere da wieder? Die campen wieder alle. Weißt du, so richtig Pussy und da liegt meine Leiche. Und den habe ich etwa mitgerissen oder was? Okay. Ja, die machen wieder auf Pussy-like hier. Fliehen alle. Ey, so macht das Spiel auch gar keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Ich glaube mir doch nicht, um zuzusehen, wie die ganzen Opfer hier fliehen, ja? Um ehrlich zu sein. Der Puss, der Schild. Oh, guck mal da. Der hat's blöd, um zu blocken. So, ich glaube, die haben auch nur noch einen Lebenden, ja. Und die Guardians gewinnen wieder alle. Weil sie alle wie Buschkinder stehen, also. Ey, wenn er das da gewinnt, dann lache ich mein Team so aus. Ja, und da kam schon der erste Camper von uns. Ja, wobei, hier ist der Bogenschütze ganz stark, sehe ich gerade. Obwohl, der Speer ist nicht so geil. Der ist nicht so mein Ding. Und dann holen wir uns mal die Breitkopfpfeile, weil das die einzigsten sind, die sich irgendwie nach vorne trauen. Wie bin ich jetzt wieder Pikmin? Wieso habe ich jetzt ein Schwert? Och, nee, du. Leute. Naja, okay. Wir warten jetzt bestimmt wieder alle auf die Paletten hier. Leute, ich bin Ritter. Ja doch. Was? Der hat meinen Schlag gekontert. Ey, das ist doch ein Hack. Jetzt ohne Scheiß, was ist das denn? Du schlägst den und kurz darauf bist du tot oder was? Also jetzt bin ich gerade tot. Jetzt kriegt mein Team wieder nichts hin. Da stehen die nämlich wieder alle und schlagen gegen die Wand. Also, manchmal, ja, und die Bogenschützen, die campen ja eh alles weg. Also die machen das ja schon mit Absicht.
So, jetzt kommt wieder der Bogenschütze. Och, was für ein Skill. Habe ich noch bestimmt angehittet oder sowas. Oh, den kriegen sie hoffentlich noch. Wie, Alter, ihr seid doch schlecht, jetzt ohne Scheiß. Ihr werdet gerade von einem Bogenschützen gerusht, ja. Also der Bogenschütze schafft es sich gegen zwei Leute auf einmal zu verteidigen. Oh, ich bin der einzige im Team, der... Okay, ich habe aber noch zwei Kills gemacht. Okay, dann ist natürlich was anderes, ne. Jetzt kommt Daniel, der Bogenschütze. Der Deep Hunter LP skillt jetzt alles mit dem Bogen. Oder würde es jedenfalls versuchen. Hey, war hier mal... Ich glaube, hier ist sogar das lustige Teil nämlich dabei. Und dann gibt man erstmal ein bisschen Pech aus. Weil wir es können. Was? Also, das schaffe ich nicht mit meiner Waffe. Das könnt ihr mir glauben. Mit One-Hit zu töten, ohne dass er ein bisschen Blut spritzt. Ja. Ey, das da ist doch... Was macht mein Team wieder? Die campen alle. Also, ey, tut mir leid, aber es ist einfach scheiße. Ja, jetzt muss der wieder gegen alle alleine kämpfen hier. Wo ist mein Team verblieben? Ach, ich bin ja mal nicht da. Lass mir mal einen nach dem anderen sterben. Ja, genau, kriegt man runter. Oh, 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 oh. Da hat er ihn runtergeschubst. Und da kommen sie ja, zwei Ritter. Die campen alle, die Pussys. Das ist so verloren für mein Team. Ah, der spielt auch den ganzen Zweihänder, ne? Also, das ist unmöglich. Auch wenn du noch drei Masons leben. Das ist unfassbar, wie einfach mein Team jetzt wieder anfängt zu campen. Und jetzt diese zwei da, das macht mich glücklich. Die stehen da jetzt und versuchen natürlich zu zweit gegen eine eindeutige Übermacht zu kämpfen, ohne zu sterben. Wir liegen jetzt natürlich vor zwei Leuten auf einmal, aber was soll's. Immerhin, die sprechen sich oder tun so, als hätten sie sich abgesprochen. Ja. Lol, ein bisschen gefehlt. Gehen sie wieder. Ach, jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen sie alle auf einmal, um zu töten. Also, die Pussy ist das hier. Die kann ich auch immer bei mir beim Spawn verstecken die ganze Zeit. Bis nur noch zwei, drei Leute leben, weil die ganz Guten das gemacht haben, ja. Oh, die Skiller, die haben jetzt alles getötet. Jetzt komme ich. Schon ein bisschen Pussy-like. So, dann laufen wir mal hier hin. Jetzt komme ich auch mal mit dem Bogen, machen ein paar Kills hier. Krass. Okay, das war's auch schon für diese Runde dann. Okay, er wollte mich töten. Was für ein Teamkiller bist du dann? Schäm dich. Schäm dich, mein Freund. Kameraden Verschwein. Du Kameraden Schwein. So, und die kommen dann wieder alle von da oben. Das heißt, ich lasse natürlich die ganzen Ritter, Waffen, Knechte und was weiß ich. Also halt mal die ganze Scheiße dann bis. Oh, da steht einer am Katapult. Ey, überhaupt nicht gesund. Ich stelle mich mal ganz in die Ecke hier oben. Um.
Ey, jetzt spring auch runter. Ey, meiner backt jetzt hier rum. Was soll der Scheiß? Boah, das ist nicht mehr okay. Nein, das ist überhaupt nicht mehr okay. Mein Ping beruhigt sich. Okay, das ist okay. Das ist echt gut. Ich freue mich. Ich konnte man nicht immer die Cam hier gucken. In die Richtung halt. Was? Also ich schlage den. Ja, meiner hört immer dabei auf zu schlagen. Das könnt ihr mir glauben, ja. Aber hier die da, die können natürlich wieder alle zuschlagen wie Raketen, ne? Hey, hier war doch irgendwo mal eine Balliste. Vertäusche ich mich? Ja, also zu denen runterlaufen werde ich aber nicht. Ja, immerhin, die gehen immerhin noch auf die Gegner drauf, auch wenn die sehen, keine Chance mehr. Es ist mir egal, ich greife an. Na, wichtig ist halt alle im Einzelkampf, aber jetzt sieht er auch schon, da ist der nächste am Kämpfen und da kommen auch schon die. Ah, da ist der andere. Er versucht halt alle so zu töten, okay. Also. Bogenschütze ist natürlich auch ein bisschen lucky, aber ja, ich benutze dann lieber die Armbrust oder extra Ammo, kann man das Spiel beitreten. Und dann als Armbrustschütze mit 10 Schuss mehr, da ja Nachladen eine gefährliche Sache hier ist. Und dann save ich mal die Balliste, würde ich sagen, da oben, also das ist für mich ein bisschen wichtiger. So, kill. Mist. Jetzt habe ich ihn aber. Aha, da hat sich jemand ausgelockt.
krass warst mit deinem Korb. Leistung. Okay, ich würde dann sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Tschüss.